Ja, und da sind wir auch schon wieder hier bei Let's Play Dragonnest. Und zwar nämlich im letzten, vor dem Boss des Ausbildungslagers des dunklen Herrschers. Ja, und zwar möchte ich auf jeden Fall auch mal in dieser Folge noch ein kleines Thema besprechen, nämlich die Fußball-Weltmeisterschaft. Ich möchte nämlich ja auch mal ein Stück weit, ja gut. Man möchte ja immer mal ein Stück weit auch andere Themen auf seinem Kanal auch immer mal präsentieren. Und zwar die Fußball-Weltmeisterschaft, die müsste eigentlich vor der Tür stehen. Ich hoffe, doch, ich bin richtig. Hey. Kann nur kurz gleich noch mal schauen. Hey. Weil ich weiß jetzt nicht, ich habe leider Gottes, habe ich nicht den super-duper Folgenzähler, nämlich den ich von Black Mask, also hier nochmal ein Stück weit Werbung für ihn, wenn ihr Let's Plays oder sowas aufnehmt, benutzt doch seine Programme. Die sind nämlich wirklich ziemlich hilfreich und auch gar nicht mal ganz so schlecht. Ja. So, wo geht's lang? Okay. Hier. Also, nee, geht nicht lang. Okay, hier müssen wir erstmal am Rädchen drehen. Ja, aber auf jeden Fall wollte ich die Fußball-Weltmeisterschaft dahingehend halt mal ansprechen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann sie beginnt. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wann Deutschland spielt. 16 oder 18 oder sowas in die Richtung. War es auf jeden Fall gewesen. Ich weiß auch nicht, wann sie so richtig losgeht. Ich glaube, ist es schon am 12. Ist es wirklich schon am 12. oder sowas? Muss ich selber nochmal schauen, wann die so richtig losgeht. Naja. Wie dem auch sei, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wann die WM losgeht, ihr könnt ja mal auf jeden Fall mal in die Videokommentare mal ein paar Tipps geben, ein paar Tipps schreiben. Wer könnte denn so rein theoretisch Weltmeister werden? Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall Fußball-Fan, das wisst ihr ja auf jeden Fall. Ich habe ja auch ein kleines Fußball-Manager-Display, das seht ihr ja, läuft ja auch auf meinem Kanal, zumindest noch. Und, ups. Das soll jetzt natürlich keine Werbung für das Projekt sein, na gut, soll es doch, aber. Nein, ich möchte halt auf jeden Fall, möchte ich ganz gerne schon mal. Ups, jetzt müssen wir aufpassen. Auf jeden Fall möchte ich schon mal ganz gerne wissen, ja, welche Mannschaft ihr anfeuert, ob ihr da überhaupt einen, ja, so Favoriten halt habt. Meinetwegen auch neben Deutschland, oder ihr sagt, Deutschland ist so richtig scheiße. Und so weiter, kann es ja auch sein, gut. Nationalstolz sollte natürlich vielleicht auch immer mit dabei sein. Ein Stück weit zumindest, ne? Also man soll es natürlich nicht übertreiben. Bin da jetzt auch nicht dafür, dass. Ups, bin also ja, halt auch nicht für Nazis oder sowas in die Richtung. Also sollte schon in einem gewissen naja, Maß halt alles vonstatten gehen. Sagen wir es mal so. Ne? Wobei man halt immer auch unterscheiden muss, ne? Ab welchem Patriotismus, beziehungsweise ab welchem Grad von Patriotismus ist es denn auch gleich nationalsozialistisch, beziehungsweise auch rechts. Ja, das wird auch meistens gerade halt auch auf der Grund der deutschen Vergangenheit ganz gerne auch immer mal ein bisschen, ja, überdramatisiert, sagen wir es mal so. Ja. So, okay. Weil, was heißt denn Patriotismus eigentlich im Grunde genommen? Patriotismus ist ja eigentlich wirklich nur, dass man stolz auf sein Land ist, treu seinem Land ist, man dem Land dient. Gut, dient tut ja jeder in gewisser Art und Weise, indem man Steuern zahlt oder solche Späße. Aber, ja, ab wann ist dann halt der Grad halt dahingehend, ne? Ja, aber ich wollte halt auf jeden Fall nochmal zur Fußball-Weltmeisterschaft halt auf jeden Fall dazu sprechen kommen. Aua, hey. Ich hoffe natürlich. So, jetzt kommen wir ja. Jetzt müssen wir mal zurück hier. Ups. Ich hoffe natürlich, das wird natürlich ein schönes Fest werden. Fußball-Weltmeisterschaft. Ich kann mich. Also, die großen Turniere, die sind irgendwie immer geil. Immer fernab von diesem mega großen Kommerz halt, der wirklich auch in den normalen Spielen oder Ligaspielen oder sowas in dem Fall auch zu finden ist. Ne? Natürlich auch Weltmeisterschaft ist Kommerz, aber man hat auch so ein Stück weit halt dieses Gemeinschaftsgefühl halt, ne? Und ups, oh glaub. So, komm her. Und wer es nicht hat, gut, der hat's halt nicht, ne? Aber man fühlt halt sich halt als ein Deutschland, als ein Deutscher und so ist das halt einfach. Ups, hier geht's auf jeden Fall mal nicht weiter. Ich mache hier einen Käse, sorry Leute. Ja, ich für meinen Teil denke halt, dass wir eigentlich nicht ganz so weit kommen, weil ich finde, unser Bundestrainer hat da definitiv nicht die beste Mannschaft auf jeden Fall aufgestellt. Beziehungsweise, ja gut, er hat natürlich mehr den Einblick. Man kann jetzt natürlich viel darüber immer reden.
Aber ich hätte auf jeden Fall andere Leute auch mitgenommen und berücksichtigt. Ich hätte zum Beispiel doch schon noch ein, zwei, drei Stürmer auf jeden Fall mitgenommen. Wirklich nur mit einem wirklich gelernten Stürmer da mitzufahren oder da hinzufahren. Ich weiß nicht, ob wir uns das als Deutschland so leisten können. Okay, gut, natürlich, die haben natürlich vielleicht auch noch ein bisschen was im Hintergrund gemacht. Ein bisschen trainiert, ein bisschen gewerkelt, ein bisschen was gesucht und gemacht. Aber ich denke, wir brauchen da schon einen wirklich echten Stürmer. Na gut, natürlich, die Teams werden natürlich wieder auf top optimal vorbereitet sein. Also ich denke auch, dass Deutschland wieder gut vorbereitet sein wird. Auch wenn es halt, gut, ich glaube, jetzt heute Abend läuft sogar, glaube ich, jetzt gerade, wo ich aufnehme, läuft nämlich, glaube ich, auch das Länderspiel gegen Armenien. Na, schauen wir mal. Also der erste Test lief hier gegen Kamerun, naja, bescheiden, nämlich mit einem nur 3:3. Und ja, wenn ihr das Video natürlich auch später seht, dann könnt ihr natürlich auch nochmal auf die Finger hauen und sagen, das war doch so alles gut, wir sind ja Weltmeister geworden und keine Ahnung. Wenn wir nicht Weltmeister werden oder wenn wir überhaupt, sagen wir mal so, nicht mal die Vorrunde oder so überstehen, ja gut, dann hatte ich doch mit allem recht. Dann gibt halt trotzdem einen Daumen nach oben oder sowas in die Richtung, keine Ahnung. Gut. So. Ich denke, wir werden auf jeden Fall in unserer Gruppe auf jeden Fall ein paar Probleme da bekommen. Gut, Ghana ist vielleicht jetzt nicht ganz so der mega starke Gegner. Ich denke jetzt nicht, dass Ghana da viel reisen kann und viel reisen wird. Ich denke, Ghana wird da definitiv leider Gottes untergehen in der Gruppe. Ich kann mir vorstellen, dass die USA gut auftrumpfen können. Mit dem Jürgen Klinsmann so als Trainer. Denn der hat ja Deutschland auch jahrelang drin, beziehungsweise was heißt jahrelang, allein zwei Jahre hat er Deutschland trainiert und hat den heutigen Fußball, der so gespielt wird oder wurde zu der Zeit, wirklich auch so geprägt mit einer starken Fitness. Und da habt ihr es gehört, leider Gottes, ich muss mein Handy immer mal ausschalten, ne? Das gibt's doch echt nicht. Ich hatte es vorhin auch gerade lautlos gehabt die ganze Zeit, aber manchmal da hört man es halt dann, beziehungsweise da ist dann halt trotzdem noch ein kleines, ja, sagen wir mal so, ein kleiner Funke auf laut, beziehungsweise was heißt, ein kleiner Regler auf Lautstärke und dann hört ihr das natürlich leider Gottes. So, wieso kann ich dich, Heini, jetzt hier nicht an? Mysteriöser Mann, ja, ich weiß, du bist schon mysteriös, ja, ich sehe ich schon. Jetzt kann ich dich nicht anwählen, oder was? Warte mal, dann muss ich den Ort verlassen. Kann ich dich jetzt anwählen? Ich kann dich nicht anwählen, oder? Ich sprich mit dem mysteriösen Mann, ja, würde ich gerne. Ah, jetzt. Eine Sequenz. Okay, das wurde scheinbar schon. Wobei, das ist dieselbe Sequenz, glaube ich. Also das war jetzt auf jeden Fall der Boss des Ausbildungslagers. Aber irgendwie kann ich wahrscheinlich immer noch nicht wieder mit ihm reden. Nee, der will nicht mit mir reden. Na gut, dann nicht. So, gut. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall mal wieder ein bisschen konzentrieren. Ups. Gut, ist ja auf. Ja gut, ist ja auch nur auf schwer gestellt. Also nicht auf mega stark. Auf meinem Meister ist dann die nächste Stufe, glaube ich, ne? Und danach kam dann auf jeden Fall noch, ja, wie soll ich sagen? Verdammnis, ne? Ein, zweimal habe ich, glaube ich, auch auf Verdammnis schon mal gespielt. Ja gut, der Boss ist, denke ich, auf jeden Fall meistens nicht so das Problem. Aua, jetzt hat er mich trotzdem getroffen, obwohl ich ausgewichen bin. Das ist ein Sack. Ja gut, aber wahrscheinlich habe ich. Man muss ja wahrscheinlich auch ein Stück weit noch darauf achten, was der so für Skills castet. Ne? So, jetzt gucken wir mal. Beobachtet ihn halt auf jeden Fall auch mal mit. So, jetzt macht er dann zum Beispiel einen Skill. Ich habe es noch nicht ganz ready. Ich muss gerade aufladen zum Beispiel. So, jetzt hat er. Oh, jetzt hat er auch wieder umgequetscht. Das habe ich nicht gesehen zum Beispiel. Beziehungsweise auch dann, wenn dann zu spät gesehen. Oh, und hat er nochmal in die Leere gehauen. Oh, hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Feuermagier, glaube ich. Sind das Feuermagier? Nee, Schamanenbruder. Schamanenbrüder. Ist das jetzt nur ein? Aber ich kann den Heini trotzdem nicht ansprechen. Ihr wollt mich doch natzen, oder was? Das ist mir am Anfang auch 100.000 Mal passiert, muss ich ja wirklich sagen. Da muss man auch mal in den Rage-Mode gehen. Und,
Nein, am Anfang ist es mir wirklich passiert. Ich wollte, wie gesagt, am Anfang des beziehungsweise am Anfang eines jeden Let's Plays die Aufnahmen müssen, so gut es geht, halt eigentlich rüberkommen. Es ist mir nicht bei jedem Projekt gelungen, dass die Aufnahmen gut rübergekommen sind. Weil halt, sagen wir mal so, die erste Aufnahme ist halt immer so das, wo halt dann die Leute sagen, okay gut, das gucke ich jetzt weiter an oder gucke ich es halt nicht weiter an. Naja, und auf jeden Fall die ersten Aufnahmen, ja gut, ich bin gleich übelst oft festgebackt irgendwo, also ich konnte die NPCs nicht anreden, warum auch immer, ja, ich wollte das Tutorial, glaube ich, auch im Let's Play noch zeigen, aber irgendwie ging das nicht und ich weiß nicht, ob es noch drin ist selbst. Ich glaube, ich hatte es am Anfang nur gesagt, aber ich hatte es selber nicht mit reingenommen ins Let's Play. Ist auch schon wieder etwas länger her. Ich glaube, Anfang des Jahres habe ich das Let's Play so gestartet mit Dragon Nest. So, gut, wo gehen wir? Ah ja, genau, F12, müssen wir rausgehen. Hä? Können wir nicht rausgehen? Ihr wollt mich verarschen, dass ich hier nicht rauskomme, oder was? Also hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Oh. Also man kann hier ein bisschen in die Wand gucken. Hier. Ja, aber ich komme scheinbar nicht raus, warum auch immer. Ach, das ist doch richtig doof. Ich will doch einfach nur raus. Ah, jetzt kann ich wieder mit dem Heini reden. Ja, zurück zur Kerze, ja, okay, alles klar. So, damit müsste es das eigentlich dann gewesen sein. Ich gehe jetzt im Eingang, weil wir hatten da auf jeden Fall von der Abenteurergilde noch die eine Quest gehabt. So, gehen wir nochmal an die Pinnwand. Und da haben wir ein Ausbildungslager, ne? Ah, ich habe glaube ich die Festung genommen, oder? Da war doch eine Quest. Ich habe doch eine Quest gemacht. Nein, scheinbar nicht. Naja, gut. Es ist noch nicht der Level ab. Bericht an dem Abenteuergilden was. Ja, okay. Ich hoffe, dass es trotzdem noch irgendwie ein Level ab wird. Also wir haben ja zwei Quests haben wir ja gemacht, aber wenn es dafür keine Belohnung gibt, dann bin ich richtig am Arsch jetzt, weil ich glaube ich sehe es gut hier, ich sehe es jetzt leider nicht. Aber es sind, glaube ich, 99% oder sowas in die Richtung. Aber ich mache mir da jetzt auch keine Gedanken darüber. Aber es wäre schon richtig, richtig bitter oder sowas, ne? Wenn es dafür keine XP geben würde. Stellt euch das mal vor, echt. So, Level Stahl 32. Yay! Ja gut, ich feiere mich und natürlich euch, die mir natürlich da zuschauen, ihr habt gerade schon gesehen, neuer Dungeon und so weiter, alles an der Seite, habe ich leider ein bisschen zu schnell auch weggeklickt. Aber okay, schade. Hat mich natürlich mal interessiert. Okay, komm, wir haben auf jeden Fall ein, zwei neue Skills mal wieder. Nämlich den Salto-Angriff. Dann haben wir den Wirbelwind. Nutze die Zentrifugalkraft und strecke deine Feinde mit einer wirbelnden Attacke nieder. Sieht so aus, ja. Nach einem Sprung führe einen Salto-Angriff in der Luft aus und die schlagen mit einer großen verursacht große Schockwellen, die deinen Feinden Schaden zufügen. Also auch sozusagen, nicht wirklich irgendwelche CC-Skills sozusagen. Yes. No, maybe. Doch, maybe. Ja, okay, jetzt haben wir hier natürlich die Buffs, ne, aber, naja. Jetzt haben wir hier einen Wirbelwind. Da müsste ich mich wirklich auch nochmal intensiver damit beschäftigen. Auch vielleicht gegebenenfalls ein, zwei Skills halt auch nochmal rausnehmen oder sowas in die Richtung. Ja. Und. Ja, halt einfach mal gucken. Also halt, was heißt ein, zwei Skills rausnehmen, sondern halt hier nochmal halt nochmal vergleichen. Ups. So, hier war das gewesen. So, nämlich hier nochmal vergleichen, was die, wie viel Prozent Schaden die alle machen. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Schlag hier anschaue, das, gut, der schleudert natürlich in die Luft, ne, der deine Gegner steht auch dabei, wobei es eigentlich nur einer ist, scheinbar, glaube ich. Ja, wobei es halt so wäre, dass der halt aber wenig Schaden macht. Physische Power 118%, hier ist nochmal plus 477 zum Beispiel. Ja, ja, genau, da kommt's halt drauf an, wie viel Prozent Schaden die machen, und da müssen wir halt nochmal gucken, wie man das halt am günstigsten einstellen kann, anstellen kann. Aufgabe, also wir haben jetzt auf jeden Fall himmlische Hafen, Grenze zur Dunkelheit, nehmen wir auf jeden Fall mal an. Das ist eine lokale Aufgabe. Und die Prophetin macht nicht auf. Und jetzt könnte man dann hier diese Aufgabe dann auch weiterführen. Kapitel 5 wäre das. Die Frage ist, ob sich das dann schon lohnt. Ob wir da dann wirklich auch mit der Story-Quest in der nächsten Folge und oder in einer der nächsten Folgen weitermachen, weil ich werde jetzt erstmal mich nochmal mit dem Equipment auf jeden Fall nochmal beschäftigen.
Und da gucken wir dann einfach gleich mal, ob wir das so hinbekommen oder was wir dann halt so machen, weil, keine Ahnung, also mir wird ja jetzt auch gerade nicht weiter nochmal was angezeigt. Vielleicht machen wir die Story-Quest schon mal, oder vielleicht auch nicht. Wir werden es auf jeden Fall sehen und in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal hier bei Let's Play Dragon Nest. Tschüss!